Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Layers of Fear 2. Ich habe vorhin mal geguckt. Über 4 Stunden haben wir jetzt schon. Ich glaube nicht, dass wir es in dieser Aufnahme schaffen, weil diese Aufnahme heute nicht so lange gehen soll. Knapp 1,5 Stunden machen wir das nur und dann mache ich ein anderes Spiel für ein anderes Let's Play fange ich dann an. Ja, es war eigentlich geplant, Atomic Heart zu spielen. Kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal sagen. Es war geplant, es zu spielen, aber ich kriege einfach die Xbox-Software nicht auf. Ich öffne diese Xbox-Software und sie schließt sich sofort wieder. Wenn ich Atomic Heart direkt öffne, hier steht immer Anmeldefehler. Ich habe schon versucht, das Programm runterzuschmeißen, wieder draufzuziehen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich komme nicht in dieses Spiel rein. Und es regt mich auf. Ich würde gerne auf den Tisch hauen, aber ich habe Angst, dass ich meinen Arbeitsspeicher wieder kaputt mache. So, wir schauen einfach mal heute, was hier so abgeht. Ja, Gina, das ist mega ärgerlich. Letztes Mal wollte ich spielen, ja, und da ging es nicht, weil ich ein Update machen musste von 80 GB. Jetzt wollte ich es heute wieder starten, geht die App ewig aus. Oder die Software. Ach, es ist so nervig. Wir sind so nah, ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben. Kein Zögern, nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Ja, habe ich schon gemacht. Runtergeschmissen, wieder drauf. 2-mal sogar. PC-Updates gemacht. Nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen PC vor 2 Wochen neu gemacht. Ich habe den neu aufgesetzt, den PC. Komplett neu. Seitdem ich den komplett neu aufgesetzt habe, kann ich unten nicht mehr auf die Uhr klicken, um den Kalender zu öffnen. Und du hast ja hinten links neben den Windows-Zeichen diese Lupe. Die kann ich auch nicht anklicken mehr. Seit dem Update. Oder seit dem Neuinstallieren von Windows. Oh. Ich verstehe nicht, warum. Warum haben wir nur ich so die Probleme? Da denkst du dir, holst du dir einen PC, ja, der richtig so was können Putin täte. Und was hast du, Schwanz? Ja, oh, danke, Teebeutel. Der geht sich jetzt erstmal Teebeutel. Der lässt sich jetzt Teebeutel. Windows ist nicht immer super. Absolut nicht. Nein, nein, nein. Überlege, ob ich es nochmal neu mache. Ah! Mal lauter machen hier. Muss ja richtig brummen im Ohr. Hallo? Hallo? Zeige mal. Achtung, blinde Passagiere an Bord. 2 davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wurden im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei sich Kontakt sofort fesseln. Mach das wieder weg. Die Tür ist doch jetzt bestimmt zu hier. Oh, ist doch wieder bestimmt. Oh, schon wieder ein Rätsel, oder? Oh, wow. Die ist zu. Kannst du knicken. Na, super. Na, super. Okay, da muss hier irgendwo was sein. Irgendwo muss hier was sein. Kommst du nicht ran?
ähnliche Küche wie im ersten Teil, glaube ich. Oh, niemals wird das was. Hier ist doch nichts. Nicht wegkommen, die Tür ist versperrt. Guck mal weiter nach oben. Irgendwo muss hier was sein. Die hat man ja schon. Ja, ja. Hier ist aber auch nichts, was du machen kannst. Hä? Die war da vorhin nicht. Nein. Spiel, hör auf mit dem Scheiß. Du warst da vorhin nicht. Aber dieses Spiel, das ist so, gut, bei Teil 1 fand ich es noch ein bisschen schlimmer, aber das hat dich so abgefuckt. Das ist so ein richtiger Mindfuck gewesen, ey. Du suchst die bekloppt, ja, und irgendwann ist da einfach eine Tür. Abgeschlossen. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Teebeutel, lass es dir schmecken. Ich danke dir. Tschüssi! So, irgendwann geht diese Tür hier auf, ey. Hier ist ja nichts. Junge, diese Tür war da vorhin auch nicht. Ah! Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Höre, höre. Und sonst ist hier nichts, ne? Ah! Das freut dich, ne? Also das Spiel hat nicht so krasse Jumpscares, aber das war gerade schon, der war heftig. Boah, Leute. Boah, jetzt ist die Tür wieder zu. Also Teil 1 der deutschen Schlimmer-Spiel. Ich weiß, hast du das mal gespielt? Hast du mal Teil 1 gespielt? Wieder weg. Ich spiele so gut wie nie Horror. Wenn, dann empfehle ich dir Teil 1 von diesem Spiel. Also das ist ganz verrückt gewesen damals. Also du gehst in einen Raum rein, gehst wieder raus, gehst in den Raum zurück und der Raum ist anders. Und das war so abfuck, ey.
Okay, hier hinten ist nichts. Und ich habe mich zum Schluss, so die letzte Stunde beim Spiel, so heftig immer erschrocken. Jetzt ist die Tür wieder weg. Was aber auch daran lag, dass mir ganz viele Leute hier Jumpscares reingeschickt haben. Oh, dankeschön. Endlich. Jemand, der Clips macht. Endlich. Endlich. Ich danke dir. Also am Anfang haben die Leute hier auch oft Clips gemacht, aber es wurde so wieder weniger. Jetzt ist die Tür wieder da. Ausrasten. Ich musste wieder hinkommen, dass die andere Tür wieder... Ah, jetzt. Und jetzt muss die wieder aufgehen. Ah, nö. Weißt du noch, welches das war? Warum öffnet sich jetzt die Tür denn nicht? Jetzt. Nicht wieder erschrecken. Ja, so geile Sachen klippe ich dann auch mal, wenn ich irgendwo im Stream bin, ne? Aber wie du ja sagst, manchmal bekommt man es auch einfach gar nicht mit. Hallo? Hallo? Oh, Rattis! Ups. Lily, Captain, I found it. But it's empty. Devil in me. Steady yourself, Quartermaster. Das ist geil. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Battle, grüß dich. Ja, Devil Me hatten wir auch gespielt, aber das geht ja noch, aber es macht Bock, also schon nicht schlecht gemacht. Finde ich auch den besten Teil. Habe ich auf meinem Insta ein Highlight? Oh ja, das mache ich sehr gerne. Das mache ich direkt, wenn wir hier nachher um so gegen 7 hören wir mit dem Spiel hier auf. Und dann gucke ich mir gerne mal diesen Clip nachher an oder... Oder nach dem Stream. Aha. Hier ist wohl ein Sexfetischist. Aha, ja. Ja, so eine Ausschnitte sind immer... Ich mache auch immer ganz gerne für meine YouTube-Videos. Wenn ich mich erschrecke, blende ich das danach nochmal ein, dass ich groß bin. Und dann blende ich es nochmal ein, dass ich groß bin und in Zeitlupe. Finde ich mal ganz witzig, sowas. Gina macht das und vielen lieben Dank für deinen Clip, dass du den gemacht hast. Den werde ich mir gleich mal rausschneiden hier und nachher schön posten, wenn die anderen kommen. Melde mal, Guter. Wie geht's dir? Be there for her. Like she was for you. Junge, was machst du denn da? Thank you.
nächste. Nein, das war nichts. Das ist das, was ich so meinte. Das sind so diese Jumpscares, die man einfach einbaut, damit man was drin hat. Das zählt nicht. Oh. Ich hasse es, wenn ich mich nicht entscheiden, wenn ich mich entscheiden muss. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hä? Wie mal aufhören, so eine Faxe hier zu machen? Oh, Junge! Ist das ein Bild? Verrückt. Ich will das so nicht. Ich verliere dich selbst. Ich verliere den gerade. Some parts are not to be played. Danke. Some parts. Oh Mann, oh Mann. Waren wir schon mal? Fing hier nicht irgendwie alles an? Schon wieder. Geh mal schnell.
Ach so. Ja, das interessiert. Hm. Number One! Grüß dir! Vielen lieben Dank für deine 19 Kohlen! Ich danke dir! Wie geht's dir? Alles Bingo bei dir? Hier sieht es doch halbwegs normal aus. Ah, Number One, ich kenne das. Ich kenne das. Doch, bei mir auch, ja. Ich habe jetzt eine Woche kindfrei. Ich habe meinen Sohn heute... Ich mache nichts. In die Kotze. Alter! Jesus. Mein Kind heute in die Kurzzeitpflege gebracht. Jetzt habe ich eine Woche Urlaub. Die Gina, die kennst du doch auch, ne? Die hat vorhin einen Clip erstellt, wo ich mir in die Hose geschissen habe, Alter. Okay, nice. Dann hol mal alles raus. Was? Was ist denn hier so wieder los mit diesem Spiel? Tu es nicht. Oh Junge, jetzt fühlte mich wieder im Kreis. Hä? Ich will da aber rein. Ach so, da soll ich alles raus, na sicherlich. Krabby Junge, grüß dich! Abgeschlossen. Junge, was will denn dieses Spiel von mir?